Badwazar, liebe Freunde von Offer Hunters, Offer Shooters. Jetzt sind wir hier bei Glock. Und neben mir steht mein guter alter Kumpel Steffen Christmann von Ahua. Hallo Matze, grüß dich. Und es gibt bei der Glock die P80. Das ist ein Jubiläumsmodell, was du uns jetzt mal ein ganz besonderes Stückchen. Ein ganz besonderes Stückchen. Willst du es mal auspacken? Aber selbstverständlich. Ich zeige euch hier die limitierte Auflage des Nachbaus der ersten Glock, so wie sie 1980 vom österreichischen Bundesheer als Dienstpistole dann eingeführt worden ist. Die, deswegen auch der Name, P80. Wunderschöne Schachtel. Die Älteren unter euch kennen noch die Original-Jausenbox da drin. Und jetzt kommt sie. Eine richtig schicke, klassische, die schöne, halt mal kurz. Ja, ja. Die schöne Uhr-Glock. Ich gehe mal so ein bisschen zur Seite. Im Original erst Design mit der etwas matteren Beschichtung. Es ist eine normale Glock 17, aber die erste, so fing die Glock-Story an. Diese Waffe wird jetzt von Glock exklusiv in limitierter Stückzahl in Sondermodell hergestellt und in den Handel kommt sie für eine UVP von 1049. Natürlich absolut was für Liebhaber. Technisch innen drin absolut aktueller Stand. Alles okay, aber halt so fing die Story an. Ganz, ganz schickes Teil, die P80, das ist ja die offizielle Militärbezeichnung dieser Waffe, jetzt als Sammlerstück zu haben. Okay. Neu von Glock. Da würde ich mal sagen, komm mal wieder ein bisschen dichter ran, ne, damit wir wieder im Frame sind. Ne, und wenn ihr mehr wissen wollt, es gibt demnächst bei Offer Hunters, Offer Shooters oder speziell gesagt bei der Offer Shooters Redaktion, wird dieses Modell auch noch mal in den Test kommen und wird auch noch mal genauer unter die Lupe genommen. Das heißt, ihr werdet zu diesem Modell demnächst bei unserer Redaktion auch einen interessanten Artikel finden. Super, freue ich mich drauf.